Als Besonderheit heute haben wir nochmal unseren Deutz rausgeholt. Es handelt sich hier um einen 4006. Das ist ein Erbstück von Opa. Lenklich zieht der ab, ne? Den wir irgendwann natürlich mal ausmustern mussten aus dem Betriebsdasein, da einfach die Größe nicht mehr passte. Wir haben jahrelang erst mit gefüttert vom Blockverteilwagen. Hat er gelaufen, mit der Anschaffung vom Mischwagen war es halt, war der raus. So kam irgendwann die Idee, dass wir mal gesagt haben, wir haben mal Lust beim Traktorpulling ein bisschen mitzuwirken, einfach Hobbybasis. Und dafür haben wir uns dann mit ein paar Mitarbeitern zusammen entschieden, den Schlepper ein bisschen herzurichten. Wir sehen da die Bereifungen, wir sind bei 700er Räder auf der Hinterachse drauf und haben halt etwas Leistungssteigerung betrieben. Das Original ist es ein 4006 mit 35 PS, den wir halt aufgerüstet haben mit einem Turbolader, Einschrittspumpe, haben wir was gemacht und dann, somit kommen wir auf circa um die 100 PS, die der leistet. Genau, die Idee von dem Traktor-Pulling ist nicht reinweg selber das Ziehen oder am weitesten zu sein. Das ist einfach Spaß an der Technik, die Freude dran zu schrauben, das Feeling für zu kriegen, sehen, verstehen, was passiert in der Einschrittspumpe. Wir haben die selber hier in der eigenen Werkstatt zerlegt, reingeguckt, was können wir machen, was können wir rausholen. Und ja, wir sind jedes Jahr wieder ein bisschen dabei, schrauben da ein bisschen. Sind sehr nette Abende im Vorfeld, die wir da dran verbringen. Ja, mittelmäßig erfolgreich sind wir da auch schon mit. Es funktioniert wohl, aber es ist halt ein Spaßfaktor, ist es.
Ja, wir haben jetzt heute, haben wir mal gesagt, wo wir hier am Filmen sind, den holen wir mit raus, den lassen wir ein bisschen mitlaufen. Mit einem 8 Tonnen Euro Transfer kann er mitlaufen. Passt auch gerade auf langen Touren, da konnte auch noch ein Wagen mehr fahren. Und es ist halt zum Spaß einfach mal, ne? Mitfahren, aber man sieht auch da, ne, er tut's, ne? Dafür kann er's, kommt er gut mit zurecht. Ja, man kann auch an der Abgasfahne erkennen, dass das halt nicht mehr die 35 PS Originaleinstellung ist, sondern dass wir da schon die ein oder andere Stunde dran geschraubt haben. Ja, also man sieht auch an der Aktion, dass wir alle Spaß bei der Arbeit gehabt haben, dass ich selber als Chef damit fahren durfte und der Hexafahrer natürlich ganz versehentlich die Pfeife nicht aufgeschwenkt hat, sondern zugezogen hat und wir unsere eventuell verdiente Dusche auf der Kabine abbekommen haben.
was dich noch erwartet. Also, ein schnelles Abo auf diesen Kanal lohnt sich.